Hallo zusammen. Heute ist ein Glückstag für diesen Burschen. Er kriegt keinen Ball an den Kopf geknallt, überzeugte sich, dass er seinen Kumpel vertrauen kann und schaffte es in unserer heutigen Auswahl von unglaublichen Glücksfällen. Lasst uns loslegen. Hoffentlich hat sich der Glückspilz, nachdem er den Eisenstab herausgezogen hat, einen Lottoschein besorgt. Wer so viel Glück hat, hat beste Chancen im Lotto zu gewinnen. Nach diesem Vorfall ist dem Mercedes-Besitzer etwas Wichtiges klar geworden. Und zwar, wie zielstrebig man auch ist, muss man immer im Leben schauen, dass man rechtzeitig einen Stopp macht. Keine Ahnung, wie sie Vin Diesel dazu überredet haben, in Russland zu drehen, aber das wird ganz sicher der originellste Fast and Furious Teil von allen werden. In dem Augenblick ist dem LKW-Fahrer bewusst geworden, dass die Entscheidung, ein Rennfan zu werden, die er vor 20 Jahren traf, eine der besten seines Lebens war. Einer Theorie zufolge hat ein nicht unbekannter Mutant seine Karriere exakt so angefangen. Die Hauptregel eines guten Kochs lautet, den Arbeitsplatz immer sauber zu halten und immer tierisch aufpassen, vor allem wenn man einen Riesentopf Suppe trägt. Wir sind uns sicher, dass selbst Spider-Man den Burschen rechts im Bild um sein Reaktionsvermögen beneiden würde. Warum Öl aus der Erde pumpen, wenn man gleich Geld aus der Erde pumpen kann? Habt ihr es schon mitbekommen? Dieser Bursche wurde der beste Torschütze der vergangenen Saison. Dieser Minigolfspieler ist zwar noch ein Knirps, aber er ist ein Riesenglückspilz. Diese Frau sollte ihr Glück unbedingt auch im Lotto versuchen. Sie hat nämlich nur ein paar Münzen eingeworfen und gleich den Jackpot geknackt. Wenn nicht, kein Wunder, er hat ziemlich starke Konkurrenz. Eine Frage, wem soll man seine Seele verkaufen, um das genauso zu können?
Dafür, was auf diesen Bildern vor sich geht, kann es nur eine Erklärung geben. Dieser Kerl hat ein perfektes Karma. Und das weiß er wahrscheinlich auch selbst. Guckt mal, wie gelassen er weitergeht. Die Leute wollten sich anscheinend mit ihrer Rolle als Zuschauer bei diesen spektakulären Rennen nicht begnügen und beschlossen dabei auch noch den Darwin-Preis zu ergattern. Ein paar Minuten vor seinem Stunt hat dieser Mann wahrscheinlich ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Angesichts der Gefahr, einen immensen Schaden zu verursachen, kann so mancher Normalsterbliche zum Superhelden werden. Ihr wisst gar nicht, was Vertrauen heißt, wenn ihr nicht gesehen habt, was Cheerleader und ihre Partner im Training durchmachen. Egal was das ist, ein Glücksfall, Magie oder ein Skill, das sieht auf jeden Fall cool aus. Wir haben auch immer gedacht, dass so etwas nur in Videospielen möglich wäre. Diese Bilder bringen Glück. Ihr werdet nie wieder mit dem kleinen Zeh gegen eine Kante stoßen. Hier ist alles glasklar. Da wollte jemand wieder einmal herausfinden, wozu er inzwischen fähig ist. Na, wer von euch kann auch von Glück reden, mit zwei einen Strike gelandet zu haben? Der Mann hat Glück, dass seine Nase so klein ist. Kann dieser Herrenfriseurin bitte jemand sagen, dass ihre Technik, Hinterkopfhaare zu kürzen, zu gefährlich ist? Es ist wohl überflüssig zu sagen, in welcher Serie dieser Kerl das Endspiel ganz sicher erreicht hätte, oder? Wo wir beim Thema unglaubliche Glücksfälle sind. Was ist das, wenn kein Rad der Fortuna? Rot ist heute laut Horoskop die Glücksfarbe dieses Autofahrers. Vielleicht sollte man Fahrradbahnen auch mit Ampeln versehen. Hello. It's me. Am
Aber diese Frau würde wahrscheinlich trotzdem immer bei Rot fahren. Go. One. Man könnte denken, dass man bei einem Fallschirmsprung an der Seite eines erfahrenen Ausbilders nichts zu befürchten hätte. Von wegen. Die zwei wären um ein Haar von einem Flugzeug erfasst worden. Selbstverständlich kommt so etwas nicht alle Tage vor. Wie der Macher dieses Videos erklärt, hat der Pilot gegen die Regeln verstoßen, indem er einen zu tiefen Sturzflug eingeleitet hat. Dabei hatte die Frau vorerst keine Ahnung, wie knapp es war. Erst im Nachhinein ist es ihr bewusst geworden, als man ihr erzählt hat, was in Wirklichkeit vorgefallen ist. Das war's für heute, liebe Freunde. Wir freuen uns auf eure Likes und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis bald! Wenn wir tiefer in die Archive der SCP Foundation eindringen, werden wir auf Protokolle stoßen, die noch niemand gesehen hat. Es sind Geschichten von Menschen, die das Pech hatten, den anormalsten SCP-Objekten zu begegnen. Unheimliche Kreaturen und furchtbare Orte. Nur wenige blieben am Leben, um die Geschichten zu erzählen. Aber diese Chroniken werden uns zeigen, was wir über die Objekte definitiv noch nicht wussten.